Liebe Leute, ich bin verwundert. Nun seid ihr wirklich doch 600. Eine Zeit lang stieg die Zahl kaum an. Nur ein, zwei neue, dann und wann. Doch kaum war dann die Zahl gestiegen, ging anderswo ein Abo fliegen. Und die gesamte Abozahl stieg folglich nur ganz minimal. So ging es mehrmals hin und her. Das Abo-Wachstum tat sich schwer. Kaum war die Zahl um zwei gestiegen, ging anderswo ein Abo fliegen. Und bei dem nächsten Abo-Scheck war oftmals noch ein weiteres weg. Sodass die Summe, ist ja klar, genauso tief wie vorher war. Auch so ging's mehrmals hin und her. Das Abo-Wachstum tat sich schwer. Bisweilen schien es zu stagnieren. Kaum neue wollten abonnieren. Und hatten neue abonniert, wurde anderswo stets annulliert. Und manchmal sank die Zahl sogar noch tiefer, als sie vorher war. So ging es lange hin und her. Das Abo-Wachstum tat sich schwer. Doch zwischendurch gab's auch mal Phasen, da schien die Zahl nach vorn zu rasen. Da gab es keinen Aboschwund. Das Abo-Wachstum lief mal rund. Und jeder neue Abonnent war für den Kanal ein Aufwärtstrend. Doch bald ging's wieder hin und her. Und das Abo-Wachstum tat sich schwer. Bis irgendwann, trotz Subtraktionen, die häufigeren Additionen zu fast 600 Abos führten. Wenn nur noch zwei jetzt abonnierten, dann wären die 600 voll. Soweit nun hier fürs Protokoll. Doch plötzlich fehlten wieder drei. Dann fehlten wieder nur noch zwei. Dann fehlten plötzlich vier. Dann drei. Und kurz drauf wieder nur noch zwei. Zur vollen Abozahl 600. Und mich hat gar nichts mehr gewundert. Noch x-mal ging es hin und her, sodass ich dachte, es wird nichts mehr. Und dass die 600-Hürde ich niemals überschreiten würde. Ich konnte es wirklich nicht mehr glauben und wollte den Traum schon runterschrauben, auch mal auf 1000 zuzugehen, eine vierstellige Zahl zu sehen. Ich dachte bei mir, das wird nichts mehr. Es ging so weiter, hin und her. Und nie in diesen YouTube-Zeiten wird mein Kanal dazu verleiten, dass echt 600 es probieren, einen Reimkanal zu abonnieren. Doch jetzt sind die 600 voll. Und das finde ich ganz wundervoll. Ich danke den vielen lieben Neuen und auch den alten lieben Treuen, geschätzten YouTube-Abonnenten, die sich noch niemals von mir trennten, speziell den allzeit existenten Reimgedichte-Konsumenten. Ich danke euch allen wirklich sehr und hoffe jetzt wieder auf noch mehr. Doch vorher danke ich euch von Herzen. Ja, heute sogar mit Wunderkerzen. Ich danke euch und hab euch lieb, denn ihr stärkt meinen Schaffenstrieb. Darum schicke ich euch jetzt zum Schluss einen dankbar hohen Brustkuss. Ich hoffe, ihr werdet immer mehr und steil steigt der Kanalverkehr. Tschüss!